Ich begrüße Sie sehr herzlich in der Akademie am Dom online. Die Akademie ist heute quasi zu Gast im Spezialkurs Ketzer und Heretiker. In diesem Kurs geht es darum, in der Geschichte verschiedenste theologische prägende Gestalten zu beleuchten, ihren kulturell-religiösen Hintergrund. Es war dann meist der Streitpunkt, sind die sogenannten Ketzer-Heretiker zu weit auf diesen kulturellen Horizont eingegangen? Sind sie sozusagen zu modern? Haben sie den Boden von Bibel und Tradition verlassen? Es kam zu Verurteilungen. Damit wurde aber auch das positive Anliegen, das Wahrheitsmoment ihrer Position verloren, gegeben sozusagen. Es konnte nicht weiter wirksam werden. Sei es bei Arius im 4. Jahrhundert oder bei Eugen Drewermann im 20. Jahrhundert. Eugen Drewermann ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Theologe. Er hat knapp 100 Bücher, teilweise sehr umfangreiche Bücher geschrieben, in höchsten Auflagen. Seine Vorträge sind ausverkauft, finden aber schon längst nicht mehr in kirchlichen Räumen statt. Er wird von vielen angefeindet. Wir fragen heute, was ist sein Anliegen? Was ist seine Botschaft? Was fasziniert die Menschen an Eugen Drewermann? Und warum wurde ihm vom kirchlichen Lehramt die Lehrerlaubnis entzogen? Warum ist er in der zeitgenössischen universitären Theologie nicht präsent, wird totgeschwiegen? Obwohl zugleich viele Menschen durch seine Werke, durch seine Ausführungen einen lebendigen Zugang zu Gott gefunden haben. Ich darf herzlich begrüßen den Referenten des heutigen Abends, Professor Magister Dr. Andreas Heller. Er ist Professor an der Karl-Franzens-Universität in Graz, an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Er hat sich in Wien in Pastoraltheologie habilitiert. Er war bei Professor Zulehner am Institut. Zeitgleich in der Zeit war auch ich selber Assistent am Institut für Dogmatik, daher kennen wir uns gut. Er ist seit 2007 der erste Lehrstuhlinhaber für Palliative Care und Organisationsethik in Europa. Ihn beschäftigt in Forschung, Lehre und Beratung Fragen wie postmoderne Gesellschaften und gutes Leben und Sterben für alle. Wie kann das ermöglicht werden in relationaler Selbstbestimmung und in Verbundenheit miteinander? Er ist aber in seinem Arbeiten sehr stark auch von Eugen Drewermann geprägt. Seit 40 Jahren greift er Impulse, Grundanliegen von Eugen Drewermann auf. Deswegen haben wir ihn auch eingeladen, heute diesen Abend im Rahmen des Spezialkurses Ketzer und Heretiker, der eben auch für die Akademie am Dom geöffnet ist, zu gestalten. Ja, Andreas, ich bitte dich um deinen Vortrag. Ich bin gespannt, wie du uns Eugen Drewermann nahebringen wirst. Und ich denke, es wird auch sicher eine spannende Diskussion sich daraus ergeben. Ja, vielen Dank, lieber Erhard, für deine freundlichen Worte und die Einladung, heute Abend das aufzunehmen, was du in deinem letzten Satz gesagt hast, nämlich den Versuch zu unternehmen, ihnen Eugen Drewermann und sein Anliegen oder sein Näheanliegen näher zu bringen. Möglicherweise sind ja etliche unter ihnen, denen diese Anliegen schon sehr nah und inne sind. Das Ganze sozusagen unter der Fahne Ketzer und Heretiker ist natürlich ein Programm, das vielfältige Entfaltungen möglich macht. Aber ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie herzlich heute Abend mit einem warmen Gruß aus dem Süden von Wien, wo ich zu Hause bin und von wo aus ich auch heute versuche, zu Ihnen zu sprechen. Ja, Leser hat schon einiges angedeutet. Also ich bin in gewisser Weise kein Drewermann-Experte, habe aber Eugen Drewermann vor 40 Jahren zum ersten Mal kennengelernt, damals als Student in Bonn. Und
ja, ein ganzes Wochenende mit Studierenden, mit ihm verbracht. Und es war eigentlich das einzige Wochenende in meinem Leben, wo wir bis morgens früh, bis zur Morgendämmerung über die Inhalte und Themen und Thesen eines Mannes gesprochen haben, der gerade damals seine Dissertation und Habilitation an der Theologischen Fakultät in Paderborn abgeschlossen hatte. Geschrieben hat er über die Strukturen des Bösen, eine Auslegung von Genesis 2 bis 9 unter exegetischer, philosophischer und psychoanalytischer Sicht. Und das war für uns Studierende damals dermaßen faszinierend, atemberaubend, irgendwie erkenntnisweitend und auch existenziell treffend, dass wir ja, so die Nacht durchgemacht haben ohne Alkohol, sozusagen nur mit der Droge, die Drewermann damals hinterlassen hat. Ich habe dann auch im Kontext meiner Tätigkeit am Lehrstuhl von Paul Zulehner, der mein Lehrer, mein verehrter, geschätzter Lehrer ist, Eugen Drewermann mehrmals an die Katholisch-Theologische Fakultät der Uni Wien einladen können. Das war alles noch vor der Inkriminierung und Suspension und dem Entzug der Lehrerlaubnis und habe sozusagen auch in meinem weiteren wissenschaftlichen Leben ihn immer wieder eingeladen, getroffen zur Veranstaltung, auch selber ein Buch mit ihm herausgegeben und mich eigentlich, was vielleicht das Wichtigste ist, und das ist auch sozusagen meine Selbstpositionierung, mich in dieses Werk, in sein Schrifttum, in sein Schreiben hineinbegeben und wirklich versucht, das zu lesen, zu verstehen und aufzunehmen. Und muss sagen, dass ich diesem Werk und dem Eugen Drewermann eigentlich ja, ein tieferes und weiteres religiöses und auch psychisches Leben verdanke. Und ich in gewisser Weise auch den heutigen Abend ein bisschen sehe als eine Gabe zurück an Eugen Drewermann für all das, was ich auch über ihn erlebt, erfahren und in gewisser Weise auch empfangen habe. Also Sie hören schon, ich bin selber positiv voreingenommen. Ich halte ihn tatsächlich für einen, vielleicht den wichtigsten gegenwärtigen Theologen im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch weltweit. Und warum ich zu dieser Überzeugung komme, das möchte ich Ihnen heute auch versuchen zu erschließen. Und werde das auch machen, indem ich Eugen Drewermann selber zur Sprache bringe. Also es würde mich sehr freuen, wenn Sie jetzt im Anschluss an diesen Abend auch in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten sich auf YouTube bewegen und einfach mal Eugen Drewermann eingeben. Und Sie werden Vorträge zu allen wichtigen Themen unseres Lebens und der Welt finden und sich das einfach anhören, falls Sie bislang nicht die Gelegenheit hatten, ihn zu hören. Es gibt einen eigenen Drewermann-Kanal, wo Sie sozusagen alle aktuellen Vorträge sich auch anhören können. Die dauern in der Regel eine Stunde bis anderthalb, manchmal zwei. Der Mann redet ja, wie er schreibt, druckreif, ohne Manuskript und ohne sozusagen Spickzettel, in einer Weise, die Zuhörende immer sehr beeindruckt. Ich werde das auch gleich mal versuchen darzustellen. Mittlerweile, Erhard Lesach hat es angedeutet, hat er über 100 Bücher geschrieben. Es gibt kleine Mathematiker, die gezählt haben, wie viele Seiten das sind. Insgesamt 50.000 Seiten Publikationen zu. Sigmund Freuds Gesamtwerk umfasst 17.400 Seiten. Also Drewermann hat im Augenblick schon mehr als dreimal so viel geschrieben. Und nicht irgendwie und irgendwas, sondern eigentlich zu sehr komplexen Themen und, wenn, wie ich meine, auch zu zentralen Herausforderungen unseres gesellschaftlichen und auch globalen Lebens. Etwa zum Thema, was auch sozusagen eine Fahne ist, unter der dieser Abend segelt, Tiefenpsychologie und Theologie. Er hat die ersten drei Evangelien sehr kompakt, tiefenpsychologisch, existenziell ausgelegt, die Apostelgeschichte
hat Bücher geschrieben zu zentralen, auch für ihn in seinem Werk, zentralen Schriftstellern, etwa Dostojewski, zu Hermann Hesse, zwei große Bücher über die Auslegung der griechischen Mythologien, ein Buch über die Religiosität der ägyptischen Kultur, die in gewisser Weise ja auch ihre Fortsetzung findet im Christentum, über Giordano Bruno und Jan Hus, also zwei historischen Ketzern, die ja beide auch verbrannt worden sind auf der Basis des Urteils der Inquisition. Er hat vor 30 Jahren genau ein Buch herausgegeben, Kleriker, Psychogramm eines Ideals, wo er über 900 Seiten die psychische Struktur des Klerikalismus in der katholischen Kirche beschrieben hat. Ein Buch, das ihn zweifellos auch damals die Suspension vom Priesteramt eingehandelt hat. Also, und was in gewisser Weise, würde ich sagen, bis heute die brillanteste und tiefsinnigste Analyse ist, um die sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche zu verstehen und zu verstehen, warum in vielen Bistümern, gerade auch in Deutschland, damit so umgegangen wird, wie damit umgegangen wird, indem man versucht, das weiterhin zu umgehen und zu vertuschen und zu unterdrücken. Riebermann hat sich in der Folge nie wieder zur sexuellen Gewalt in der Kirche geäußert und praktisch auch immer wieder auf dieses Buch verwiesen. Und es ist tatsächlich eine erschütternde Analyse. Es gibt Auseinandersetzungen zu anderen großen Themen, gerade in den letzten 10 Jahren, dem Umgang mit der Natur, der Umgang mit den Tieren, mit Krieg und Aufrüstung der Rüstungsindustrie. Er ist über die Auseinandersetzung mit Krieg und der Waffenproduktion weltweit zu einem der großen Pazifisten und Redner im Kontext der Friedensbewegung auch geworden und dort auch in vielerlei Hinsicht verknüpft mit Persönlichkeiten dieser Welt, die das Anliegen auch teilen, etwa dem Dalai Lama, mit dem er auch ein Buch herausgegeben hat, oder Desmond Tutu, dem südafrikanischen Bischof. Er hat in den letzten Jahren 3 große Bände vorgelegt zur Logik und Gegenlogik der kapitalistischen und neoliberalen Wirtschaft und des Wirtschaftssystems. Und im Augenblick erscheint sukzessive 3 große Bände, also Sie müssen sich dann immer so 800 Seiten vorstellen, Strafrecht und Christentum, wo er versucht, praktisch die gesamte Entwicklung, weltweite Entwicklung von Mesopotamien angefangen bis in die Neuzeit des Justizsystems nachzuvollziehen und sozusagen aus der Perspektive des Neuen Testamentes und auch der tiefen Psychologie die Alternative dazu zu entwickeln, Auseinandersetzungen mit der modernen Evolutionsbiologie und Theorie der Naturwissenschaften liegen auch in zahlreichen Bänden vor. Also ein sehr vielseitiger Mann, der in vielfältiger Weise große, wichtige Themen aufgenommen hat, die auch, denke ich, von bleibender Bedeutung sind. Wenn Sie selber noch nicht das Privileg hatten, ein Buch von ihm lesen zu können, vielleicht ein kleiner Hinweis, es gibt eine sehr schöne Edition einer tiefen psychologischen Interpretation der Grimmschen Hausmärchen, also der berühmten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, und auch eine in vielen Sprachen übersetzte Auseinandersetzung mit Antoine de Saint-Exupérys Kleinen Prinzen. Seine Publikationen sind mittlerweile in Millionenauflage verbreitet, in verschiedenen Sprachen, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch, natürlich Polnisch, Tschechisch. Und er hat in auch einer großen Amerika-Vortragsreise sozusagen auch den Kontakt in die neue Welt, kann man eigentlich nicht sagen, in den anderen Kontinent gebaut. Ja, was ich versuchen möchte, mal vielleicht kurz ein paar Daten zu seiner
Biografie. Wer ist er eigentlich? Drevermann ist 1940 geboren im Berg Kamen. Das ist ein kleine Bergarbeiterstadt am Rande des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen. Er stammt aus einer gemischt konfessionellen Bergmannsfamilie. Sein Vater war evangelisch, seine Mutter katholisch. Macht 1960 mit 20 Jahren, also ist ein Kriegskind, hat auch immer wieder in seinen Büchern auf diese Kriegserfahrungen als Kind hingewiesen, und zwar auf die Schlüsselerfahrung der Angst, die Menschen überfällt, wenn damals auch die Alliierten in immer wiederkehrenden Angriffen die Deutschen Städte bombardierten. Wie Sie ja vielleicht wissen, ist allein die Stadt Hamburg 50 Mal von den Alliierten mit Bombenteppichen und Feuerbomben überzogen worden. Und Drevermann erinnert sich sozusagen an seine Kleinkinderfahrungen im Bunker und daran, wie die Erwachsenen vor lauter Angst praktisch zitterten, anfingen zu schreien, also in ihrer ganzen Haltlosigkeit, in der Bedrohung des Todes, ihn auch in gewisser Weise als Kind alleine ließen. Er studiert dann nach seinem Abitur 1960 in Philosophie und Theologie in Münster und dann in Paderborn, wird 1966 zum Priester geweiht und arbeitet zunächst als Studentenseelsorger und ab 1974 in einer kleinen Gemeinde, St. Georg, als Subsidiar in Paderborn. 68, das ist vielleicht ganz interessant, beginnt er, sich einer Neopsychoanalyse zu unterziehen. Die Neopsychoanalyse ist sozusagen eine Weiterentwicklung der Psychoanalyse Sigmund Freuds, entstand ungefähr in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika, als man sozusagen in der Psychoanalyse gewisse Verständigungen in Gang setzte über die Wirkung oder die Wirkungslosigkeit von Psychoanalyse. Und es gab eine Gruppe von Psychoanalytikerinnen auch, unter anderem Erich Fromm, die meinten, man müsse die Psychoanalyse sozusagen um den sozialen Kontext, um den gesellschaftlichen Kontext auch erweitern und dürfe nicht allein sozusagen in der Interaktionsbeziehung zwischen Analytiker, Analytikerin und Patientin die Analyse positionieren. Ich glaube, das war auch für Drevermann sehr wirkungsvoll und aufschlussreich. Er habilitiert sich dann 1978 mit einer dreibändigen Schrift, die ich anfangs zitiert habe, und wird damit schlagartig bekannt im deutschsprachigen Raum. Also die erste Auflage interessanterweise ist beim Schöning Verlag in Paderborn erschienen, und wie das für bis heute auch für viele wissenschaftliche Werke gilt, kleine Auflage, man geht als Verlag kein finanzielles Risiko ein, der Verlag hat 250 Exemplare gedruckt, weil man, glaube ich, damals meinte, das kriegt man nicht verkauft. Mittlerweile gibt es das als Kassettenschuber in Taschenbuchformat, ich weiß nicht in der wievielten Auflage. Ja. Und es ist sozusagen das Grundlagenwerk schlechthin, auf das er sich praktisch auch immer wieder in allen Publikationen bezieht. Und er wird praktisch auch mit dem und begleitend entstehen sozusagen erste größere Buchproduktionen, Psychoanalyse und Moraltheologie, ein dreibändiges Werk, wo er sozusagen in Einzelbeiträgen sich in Auseinandersetzung begibt mit der traditionellen katholischen Moraltheologie und praktisch in allen Punkten, ob das jetzt die Frage des Umgangs mit der Lüge ist, ja, oder mit dem aktuellen Thema auch für Österreich, mit dem Suizid und der Euthanasie oder mit der Frage der Abtreibung, sozusagen aus seiner psychotherapeutischen Praxis zu Problematisierungen kommt, die nicht deckungsgleich sind, sage ich mal vorsichtig, mit dem, was das traditionelle kirchliche Lehramt in diesen Fragen verlautbart.
1991 bekommt er dann vom damaligen Erzbischof Degenhardt in Paderborn die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen. Nach einem längeren, mehrjährigen Verfahren 1992 wird er vom Priesteramt suspendiert. Am 20. Juni 2005, seinem 65. Geburtstag, tritt Drewermann aus der römisch-katholischen Kirche aus und gibt dies in der Talkshow Menschen bei Maischberger kurz vor Weihnachten der Öffentlichkeit bekannt. Also das ist vor jetzt knapp 16 Jahren. In 3 Wochen feiert er seinen 81. Geburtstag und lebt in Paderborn nach wie vor, bezeichnet sich als Schriftsteller, als Seelsorgender oder als Redner und als Psychotherapeut. Es gibt natürlich um einen solchen Mann interessante Legendenbildungen. Eine Legendenbildung, die auch nah an der Wirklichkeit ist: Er hat kein Telefon, kein Handy, kein Smartphone, kein Fax, keinen Computer und keinen Kühlschrank. Keinen Besitz. Also in allen Interviews, die Sie im Netz finden, von Journalistinnen, finden Sie immer diese völlige Irritation, die das ja auslöst heutzutage. Und er wird dann danach gefragt, wie können Sie überhaupt so leben? Und ich zitiere einmal aus dem Religion ORF Interview zu seinem 80. Geburtstag, also vor einem Jahr, Zitat Drewermann: Dass ich einfach lebe, ist nicht, wie oft geschrieben wird, eine besondere Form von Askese, sondern von Vereinfachung. Ich kann nicht Dinge gebrauchen, die mich nur belasten. Für einen kleinen Haushalt, wie ich ihn führe, muss ich nicht den Kühlschrank für die Lagerung von Dingen benutzen, Strom verbrauchen, FCKW zur Zerstörung der Ozonschicht in den Himmel schicken. Ich brauche das alles nicht. Für mich ist das selbstverständlich, mit Rücksicht auf die Natur so wenig zu gebrauchen, als es möglich ist. Dass die Natur geschont wird, indem wir sie in Ruhe lassen, das ist mir ein heiliges Anliegen. Zitat Ende. Also sein Büro ist die Rezeption des Ibis Hotel, das gehört auch zur Legende, in Paderborn. Also wenn man mit ihm Kontakt aufnehmen will, geht das über das Hotel und die Rezeption, und da geht er ab und zu vorbei offenbar und fischt irgendwelche Nachrichten auf und ab, und man bekommt dann sozusagen auch immer über das Hotel eine Antwort. Und er sagt, er braucht das einfach, dieses Arrangement auch des Lebens, um in Ruhe arbeiten zu können und auch um seine Patienten und Patientinnen, die ihn aufsuchen, ihnen angemessen gerecht zu werden. Ja, vielleicht das ein bisschen zum äußeren Rahmen. Ist natürlich auch alles sehr rudimentär, aber vielleicht vermittelt das so ein bisschen auch ein erstes Bild. Es gibt ja mittlerweile auch eine große Biografie von fast 1000 Seiten über Drewermann, wo man sich entweder auch mehr vertiefen kann. Wenn man ihn fragt, was er eigentlich will, was ist sein Anliegen, hat er auch anlässlich seines 80. Geburtstags eigentlich, wie ich finde, sehr schön zusammenfassend gesagt, ich zitiere: Es geht mir überhaupt nicht darum, etwas zu bewirken. Also im Sinne von die Kirche oder die Gesellschaft zu reformieren. Ich bin Seelsorger und Schriftsteller. Wenn es mir überhaupt um etwas geht, dann um die Wahrheit und darum, Menschen zu begleiten. Die meisten Menschen, die meine Bücher lesen, fühlen sich verstanden, sind also nicht mehr allein. Das sind die Effekte, die ich auch in den Vorträgen in die Öffentlichkeit bringe, und das Ergebnis ist ähnlich wie bei den Büchern. Die Menschen fühlen sich in ihrem eigenen Denken unterstützt und haben dann hoffentlich den Mut, ihren eigenen Gedanken und Gefühlen zu vertrauen. Das ist auch eine andere Sprachform, bei der es weniger um Einsicht geht, als vielmehr darum zu appellieren. Und selbst wenn das alles keinen Erfolg hätte, würde ich damit weitermachen. Das, was ich für wahr halte, auszudrücken. Das ist meine Motivation und es ist auch mein Motor. Ich lasse mich auf Menschen ein, kann mich aber nicht damit begnügen. Ich habe erkannt, wie viele Probleme von der Kirche gemacht sind.
Dort scheint es mehr um Machtfragen zu gehen, als darum, dass die Gläubigen Teilhabe haben. Ähnlich beim Staat. Unser Wirtschaftssystem ist an einer Katastrophe unglaublichen Ausmaßes schuld und wir bekommen von Angela Merkel trotzdem weiter Wachstumsideologien gepredigt. Also die Personen im Bundeskanzleramt sind austauschbar, würde ich jetzt mal kommentieren. Die Wirtschaft drückt immer stärker auf die Wunde der Welt. Da ist die Klimakatastrophe nur ein Beispiel von vielen. Oder nehmen Sie das Wort Antiterrorkrieg. Es ist mittlerweile ein ganz selbstverständliches Wort, mit dem ein Krieg nach dem anderen angezettelt wird. Afghanistan, Syrien, Irak, überall sind Waffen stationiert. All das muss debattiert werden. Vor allem auch, wie das Volk an der Nase herumgeführt wird. Zitat Ende. Und noch einen ergänzenden Akzent, so in der, wenn Sie so wollen, selbstreflexiven Selbstthematisierung von Drewermann, ich zitiere, das Hauptproblem ist die gefühlte Ohnmacht der Menschen. Bei der Flut an Katastrophen kommen sie sich immer kleiner vor. Natürlich kann man jene fördern und unterstützen, die einem am Herzen liegen. Man kann hoffen, aber es bleibt das Empfinden von Unbedeutendheit. Was ich in den Gesprächen versuche, ist, den Menschen ihre Selbstliebe zu vermitteln. Alles andere kommt erst danach. Aber ich möchte immer, dass die Entscheidung bei den Lesern oder Zuhörerinnen bleibt. Moralisieren bewirkt nichts. Es muss aus uns selbst herauskommen, aus unserer Verbundenheit, aus einer Ethik heraus. Aber ich werde das nicht vorschreiben. Ich bin dagegen, dass man Nerze quält. Aber wenn eine Frau ihren Selbstwert daraus bezieht, so etwas geschenkt zu bekommen, dann bitte. Ein Selbstwertgefühl kann wachsen. Allerdings nicht, wenn es nicht vorhanden ist. Das Wichtigste ist, dass wir autonom werden, kritisch sind und Verantwortung übernehmen. Wir hätten eine moralische Pflicht, Krieg zu verweigern. Wir sollten heraustreten aus der Masse, selbstbestimmt sein. Jeder von uns trägt in sich einen Ton. Ein Wort, einen Inhalt. Mit jedem von uns ist etwas gemeint. Und es geht darum, so zu sein, wie man gemeint ist. Sei, wer du bist und verschaffe der Lyrik deiner Seele Gehör. Man muss nicht dafür kämpfen, in der ganzen Welt gehört zu werden. Es geht darum, als Mensch zu sich selbst zu stehen. Denken und fühlen nicht abzuspalten oder zu trennen, sondern in einer Synthese zu leben. Und wir müssen an Vergebung glauben. Wenn du den heutigen Tag Revue passieren lässt, dann gibt es bestimmt jede Menge Fehler, die du gemacht hast. Du kannst sie nicht ändern, aber du kannst Gott bitten, die Nullstellen auszufüllen. Zitat Ende. Vielleicht diese beiden Zitate am Anfang und vielleicht entwickeln sie sozusagen ein erstes Gefühl auch dafür, was Eugen Drewermann wichtig ist und worin auch möglicherweise seine Faszination liegt. Also Erhard Leser hat es ja angedeutet, er hat ja seit der Suspension vom Priesteramt Auftrittsverbot in katholischen Einrichtungen. Das ging auch dahin, dass etwa der ehemalige Kardinal Meißner von Köln der Buchhandlung Herder verboten hat, oder angedroht hat, keine Bestellungen mehr aufzugeben, wenn sie Drewermann-Bücher verkaufen. Also die katholische Kirche hat hier wie immer sehr gründlich gearbeitet, ja. Was aber nichts daran geändert hat, dass Drewermann außerhalb der Orte und Räume der katholischen Kirche eine ungeheure Wirkung, Popularität erzeugt hat und tatsächlich auch hunderte, tausende von Menschen versammelt, die kommen, um ihm zuzuhören, ob das jetzt in Festhallen, in Stadthallen oder auch in Räumen der evangelischen Kirche sind, in Fernsehauftritten und so weiter. Und es ist immer sozusagen ein ähnliches, also man kann natürlich, gibt verschiedene Reaktionen auf seine Reden, aber es gibt in der Mehrheit immer eine tiefen Eindruck, eine tiefe Faszination. Und ich habe das sehr schön zusammengefasst gefühlt
durch Elmar Salman. Elmar Salman ist ein Studienkollege von Eugen Drewermann. Er ist Benediktiner, war lange Zeit Professor in San Anselmo. Das ist diese Benediktiner-Universität in Rom auf dem Aventin. Und er kennt sozusagen Eugen Drewermann sehr lange und ist als Benediktiner, glaube ich, in der Discretio des heiligen Benedikt sozusagen, um hier ein maßvolles Urteil auch zu fällen. Ich zitiere ihn mal, den Elmar Salman, der sagt: Die unglaubliche Prägnanz seiner Predigten, die fesselnden Bilder, seine ans hypnotisierende, grenzende Sprachbeherrschung mit einem zugleich einfühlenden und packenden Tonfall. Man entkommt seiner Stimme nicht und auch nicht seiner Logik. Man lauscht ihm zugleich befreit und gebannt. Das ist etwas Einmaliges, was Drewermann tatsächlich in die Tradition der biblischen Propheten stellt. Übrigens auch mit deren Schattenseiten. Interessanterweise hat der Bischof von Hildesheim letztes Jahr die Aussage getätigt, Drewermann sei ein Prophet der Gegenwart und die Kirche täte gut daran, sozusagen ihn zu rehabilitieren, was in gewisser Weise ja in der Dynamik auch dieser Einschätzung von Elmar Salman liegt. Neben vielen Missverständnissen, zitiere weiter Elmar Salman, und Provinzquerelen ging es Drewermann sehr viel, nämlich um die Präsenz des Christlichen in unserem Seelenhaushalt und in der Gesellschaft. Wie verstehe ich mein Leben? Wie lebe ich als Christin? Wie lese ich die Bibel? Mit seinen Antworten auf diese Fragen hat Drewermann einer ganzen Generation von Christinnen, die von den Antworten der alten Kirche bedrängt, beschädigt und traumatisiert waren, eine neue Sicht auf Religion mit Räumen der Freiheit und Inspiration eröffnet. Dann wird er gefragt, was war denn eigentlich das Neue an Drewermann? Dann antwortet er, sein wichtigster Gedanke ist der, dass nicht die Sünde und am wenigsten der Stolz des Aufbegehrens gegen Gott das Drama des Menschen ausmacht, sondern die Angst. Der Mensch ist ein zutiefst geängstigtes Wesen. Mit seiner eigenen Endlichkeit kann er nur schwer umgehen. Er sehnt sich nach unbedingter Anerkennung. Er sucht nach heilsamen Bildern und Vorstellungen. In dieser Perspektive liest nun Drewermann die biblischen Geschichten, aber auch die seelischen Archetypen in Märchen und anderen Erzählungen. Er fragt danach, ob und wie sich in alledem die Wandlung von der Angst zur Anerkennung, von der abwehrenden zur erlösenden Kommunikation darbietet. Drewermann hat die christliche Heilsbotschaft konsequent mit tiefen psychologischen Kategorien in der Tradition Sigmund Freuds, von aber C.G. Jungs gedeutet. Für viele Christinnen war das ein Aha-Erlebnis. So hatten sie noch nie jemanden über ihre Religion und den Glauben sprechen gehört. Drewermann hat der Spiritualität in Verbindung mit der persönlichen Lebensgeschichte jedes Einzelnen eine bis dahin ungekannte existenzielle Vertiefung gegeben. Und jetzt ein kleiner Vorgriff, die Frage, was fand das kirchliche Lehramt daran so untragbar, fragt die Journalistin. Und Salman sagt, in alledem lag natürlich eine prophetische Bestreitung der faktischen Kirche. Davon fühlte sich aber nicht nur die kirchliche Obrigkeit angegriffen, sondern auch viele Bibelwissenschaftler, Dogmatiker, Moraltheologen. Der Hauptvorwurf war, dass Drewermann die historische Einmaligkeit des Lebens und der Lehre Jesu verwässert und die Theologie mit ihrem Wahrheitsanspruch letztlich durch Psychologie mit einem ins rein subjektiv gewendeten Begriff von Religion ersetzt habe. Ja, vielleicht soweit die Außenperspektive. Und ich möchte einmal versuchen, jetzt Eugen Drewermann selber zu Worte kommen zu lassen und habe drei Texte unterschiedlicher Länge ausgewählt, in denen, wie ich finde, sozusagen das fast wie unter einem Vergrößerungsglas komprimiert ist, was sozusagen das zentrale Anliegen Drewermanns ist. Ja, und ich versuche das vielleicht ein bisschen meditativ
vorzulesen und dann hören Sie sozusagen auch so von der Diktion der Worte, vom Fluss der Gedanken auch, dass Drewermann sozusagen spricht. Das erste längere Zitat ist aus dem neuesten Buch Richtet nicht, heißt es, das letztes Jahr erschienen ist, Strafrecht und Christentum. Das Kapitel ist überschrieben Ans Kreuz mit ihm, also ein Zitat aus Johannes 19,14 oder Doppelpunkt Ändert die Welt. Eugen Drewermann. Die ihn hingerichtet sehen wollten, wähnten sich im Recht. Sie glaubten damit Gott zu dienen, ihrem Gott, im Gegensatz zu seinem. Der Unterschied war eklatant. Er stellte sich in ihren Augen dar als Wahl zwischen Recht und Ordnung oder Anarchie und Chaos, zwischen Gerechtigkeit vor dem Gesetz oder Großzügigkeit nach eigenem Ermessen, zwischen einem verbindlichen Regelwerk für alle oder einem Freibrief individueller Ausnahmen von Fall zu Fall. In seinen Augen war es eine Wahl zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Verurteilen und Verstehen, zwischen Strafen und Vergeben. Was gilt? Was sollte gelten? An dieser Frage schieden sich und scheiden sich damals wie heute die Geister. Doch ist sie's wirklich wert, die eigene Existenz dafür aufs Spiel zu setzen? Der Mann, auf den das Christentum sich gründet, meinte, unbedingt. Denn woraus lebt ein Mensch? Er braucht den Atemwind der Freiheit. Er lässt sich nicht einengen in den Fesseln fertiger Reglements und gusseiserner Satzungen. Er darf die eigene Verantwortung nicht delegieren an ein Netzwerk fremder Anordnungen und Verordnungen. Durch sein Leiden und Sterben am Kreuz hat er die Welt erlöst, lehrt das christliche Glaubensbekenntnis. Und in der Tat, erlösen wollte Jesus die Menschen seiner Zeit und aller Zeiten von einer Welt der Angst und Schuldgefühle, der Nichtberechtigtheit und steten Leistungsforderung, der Abgelehntheit und der Selbstpreisgabe, der Außenlenkung und der Entfremdung, der Doppelbödigkeit und Unaufrichtigkeit, mit einem Wort, von der Tragik und dem Unglück jenes Grundgefühls nicht sein zu dürfen, außer durch die prompte Einhaltung bestimmter sozialer Normen, durch die Darbringung gesellschaftlichen Nutzens. In Jesu Nähe sollten Menschen sich zum Dasein zugelassen fühlen, als akzeptiert, erwünscht, gemocht. In seinen Worten sollten sie etwas vernehmen, das die umgebende Natur in der Stringenz ihrer Gesetze ihnen ebenso wenig sagen kann, wie die Gesellschaft und Kultur, der sie entstammen. Du bist, weil ich dich liebe. Nur diese Liebe ist der hinreichende Grund dafür, dass es dich gibt. Alle ursächlichen Zusammenhänge der Natur bedingen allenfalls gewisse unerlässliche Voraussetzungen deines Daseins. Dich aber liebe ich bedingungslos und absolut dafür, dass es dich gibt, einfach weil es dich gibt. Dies sei daher fortan dein Selbstgefühl. In meiner Liebe lebst du leicht und unbelastet, befreit von allen Selbstvorwürfen und Infragestellungen. Die Stimme, die so spricht, jenseits aller Natur, jenseits jeder Gesellschaft, ist selber absolut und unbedingt. Sie ist in Jesu Mund die Stimme Gottes. Ein solches Wort des Göttlichen zu jedem Menschen wollte Jesus sein. In seiner Art zu leben und zu wirken, trachtete er es zu verkörpern, wo er war, bildete sich eine Stätte von Vertrauen und Geborgenheit. Und seine Worte, seine Hände legten sich begütigend und lindernd auf den Kummer und das Leid der Seele wie des Körpers all jener Menschen, die sich an ihn wandten. Denn dies war seine feste Überzeugung. Menschen können nur richtig leben in Einklang mit sich selbst. Wie denn soll stimmen, was sie tun, wenn sie sich selber nicht gehören? Wenn sie sich selber kaum kennen, weil sie nie sein durften, was ihnen innerlich am meisten entsprochen hätte. Wenn sie sich zu verhalten hatten, entsprechend den Verhältnissen, die sie wie schicksalhaft umgaben,
eine gestohlene Kindheit, ein erpresstes Erwachsensein müssen, ein Zerrissensein zwischen Sehnsucht und Zwang, auf der Flucht hinein in die Nötigungen der anderen, auf der Flucht zugleich weg von den Überforderungen der anderen, nirgends zu Hause, nicht draußen, nicht drinnen. Zu solchen sprach Jesus, sie sollten kommen zu ihm, denn was er ihnen bringe, sei leicht zu tragen und beglückend. Matthäus 11, 28 bis 30. Für diese Ausgesetzten und Ausgeplünderten trat Jesus ein, denn in der Leere ihres Herzens fand er das notvolle Verlangen nach jener unbedingten Liebe, die nur in Gott wohnt, jenseits dieser Welt, doch unentbehrlich, um inmitten dieser Welt sich selbst zu finden und nicht wieder zu verlieren. Im Namen Gottes glaubte Jesus unendlich viel mehr an jeden Einzelnen, der zu ihm kam, als dieser an sich selber jemals hätte glauben können. Für ihn gab es nicht anders. Er wurde radikal, er wurde revolutionär. Denn so sah er die Welt. Nicht länger aus der Sicht der Arrivierten und Etablierten, sondern aus der Perspektive der Entfremdeten und Ausgestoßenen, der sich Verlierenden und Fallengelassenen, der Verirrten und Verwirrten. Auf dem Bodensatz jeglicher menschlichen Not entdeckte er diese oft verleugnete, oft gar verbotene Notwendigkeit der Gnade. Und gerade dieser Glaube an eine Güte, grundlos, von Grund auf, den Abgrund unter unseren Füßen schließen, erwies sich als gefährlich für die Grundsätze der bürgerlichen Ordnung. Der Konflikt war notwendig, er ließ sich nicht vermeiden. Verankert in der Tradition von Ethik und Jurisprudenz stützt sich das Weltbild aller ordentlichen, angepassten Bürger auf zwei einfach scheinende Gewissheiten. Erstens, der Mensch ist frei zu wählen zwischen Gut und Böse. Zweitens, was Gut und Böse ist, besagen die Gesetze, die entweder Gott, Jahwe am Sinai, Allah im Koran, ein göttlicher Kultheros, Osiris, Gilgamesch, Prometheus, ein Herrscher in geschichtlichen Zeiten, Hammurabi, Solon, Lykurg, Augustus, Karl der Große, Napoleon oder der Wille des Volkes, die Bill of Rights 1776 festgelegt und öffentlich zu wissen kundgetan haben. Diese Gesetze regeln das Zusammenleben aller, die sich der jeweiligen Gemeinschaft zugehörig fühlen. Wer gegen sie verstößt, fügt der Gemeinschaft und der sie tragenden Autorität, des Gottes, des Herrschers, der Verfassung, Schaden zu. Deswegen steht er in der Pflicht, den entstandenen Schaden entsprechend seiner Größe wieder gut zu machen. Da er als Täter für frei gilt, hat er bewusst und willentlich in der Wahl zwischen Gut und Böse sich offenbar für das Böse entschieden. Deswegen ist er nicht nur haftbar für die Folgen seines Tuns, er ist vor allem schuldig als Urheber seiner Tat. Nach Maßgabe des Rechts gehört er dafür bestraft. Gesetze, die sich straffrei übertreten lassen, besitzen keinerlei Rechtswirksamkeit. In Geltung sind sie nur als Straf bewährt. Und umso strenger muss die festgelegte Strafe ausfallen, als das Gesetz, das übertreten wurde, an Bedeutsamkeit besitzt. Einander gegenüber stehen also die einzuhaltenden Bestimmungen der Gesetzesvorschriften und das Tun des Straftäters. Und aus dieser Beziehung ergibt sich mit der Schwere der Schuld auch die Schwere der Strafe. Die Göttin der Gerechtigkeit trägt seit dem 16. Jahrhundert eine Augenbinde. Sie achtet nicht auf die Person des Täters. Sie wägt auf ihrer Waage das Gewicht der Schuld und sie verhängt mit ihrem Schwert die Strafe, sie zu ahnden. Sie selber ist, will dieses Bild besagen, von allem subjektiven Urteil unabhängig. Sie achtet nicht des Standes und der Wertschätzung des Täters in der öffentlichen Meinung. Sie ist allein am Richtspruch des Gesetzeswortlauts interessiert. Sie ist als objektiv, universell und unanfechtbar zu erachten. Mit dieser Ansicht von, in Anführungszeichen, Gerechtigkeit beruhigt sich das Bewusstsein des loyalen Bürgers. Doch genau gegen diese selbstverständlich scheinende Political Correctness der öffentlichen Meinung und des veröffentlichten Staatsgesetzes richtet sich die Grundeinstellung und die Praxis Jesu
Und zwar nicht als das Ergebnis staatspolitischer und rechtsphilosophischer Theorien, sondern aufgrund einer simplen menschlichen Evidenz. Gesetze, die nichts weiter als das äußere Verhalten regeln, können allenfalls ein Stück weit die Symptome der Verstörung im Herzen eines Menschen eindämmen. Sie werden der Krankheit tief drinnen niemals Herr werden. Vor allem, wenn wirklich, wie man es in Israel glaubt, der Gott vom Sinai die 613 Gesetze des Moses erlassen hat, so lief es auf ein schlimmes Missverständnis hinaus, sie rein äußerlich zu nehmen. Gott schaut nicht auf die Hände, sondern in das Herz des Menschen, und was er sagt, lässt sich allein von innen her begreifen. Deshalb formuliert der Mann aus Nazareth in den berühmten Antinomien der Bergpredigt, Matthäus 5, 21 folgende, sein Ich aber sage euch, gegen das äußere Gebotsverständnis der Gesetzeslehre. Du sollst nicht morden, heißt es da zum Beispiel, Matthäus 5, 21. Doch wann beginnt man einen Menschen umzubringen? Man kann es tun mit Messer und mit Gift, doch was im Verlauf einer solchen Tat staut sich an Hassgefühlen auf, an Verachtung, an Verwünschungen. Wie geht man mit den eigenen Aggressionen um? Oder du sollst nicht Ehe brechen, Matthäus 5, 27. Was ist zu tun, wenn die Verbundenheit eines Paares nach und nach zerfasert und die Gefühle sich umherschweifend auf Wanderschaft begeben? Nur wer im eigenen Herzen Ordnung schafft, kann auch nach außen Ordnung halten. Ordnung im Inneren jedoch kann man nicht mit Gesetzen und Strafandrohungen erzwingen. Sie kann nur reifen in der Einheit eines Menschen mit sich selbst. Wenn eure Vorstellung von Gerechtigkeit sich nicht vollkommen unterscheidet von den Vorstellungen der Tora-Juristen, werdet ihr niemals in die Wahrheit Gottes eintreten, erklärt Jesus deshalb. Matthäus 5,20. Es geht nicht darum, im Namen des Rechts Recht zu haben und zu behalten gegen den anderen. Was sich von Gott her im Gesetz ausspricht, ist die Beauftragung, der Not des anderen hilfreich gerecht zu werden. Denn davon war der Mann aus Nazareth im Eigentlichen überzeugt. Hilfreich für den am Boden liegenden ist nicht ein Gott der Strafe. Ein solcher kann einen Gefallenen nur vollends bis zum Staub erniedrigen. Aufrichten kann einen solchen allein der Zuspruch einer unbedingten Güte, die ihn versteht und mit ihm geht. Soweit einmal dieses Zitat, was meines Erachtens sehr schön zeigt, auch die Intention und die Rückbindung sozusagen an die Interpretation des Handelns und des Lehrens Jesu, der sich ja selber in der Person gegen die Rigidität der Gesetzes- und Moralvorstellung seiner Zeit gerichtet hat. Und Drewermann ist in gewisser Weise geleitet, ja, aus seiner psychoanalytischen und therapeutischen Praxis, wo er ja über Jahrzehnte die Erfahrung macht, ja, dass Menschen nur, wenn sie mit sich selbst versöhnt werden, wenn sie zu einer Akzeptanz ihres eigenen Daseins im Licht der unendlichen Akzeptanz Gottes kommen, ein Leben führen können, das sozial ihnen entspricht, ja, das in der Freiheit, auch im Umgang mit den anderen Früchte trägt, ja, und das gehalten ist und getragen ist von dem Gefühl, dass man sein eigenes Leben nicht hervorbringen, erleisten muss, im Wettbewerb und im Konkurrenzkampf mit anderen sich durchsetzen und behaupten muss. Ich versuche nochmal einen zweiten Text Ihnen nahe zu bringen. Der aus dem Buch Jan Hus zu Jan Hus stammt, was in gewisser Weise auch Jan Hus war, ja, wurde 1414
infolge eines Konzilsspruchs und der inquisitorischen Verurteilung auf dem Marktplatz in Konstanz am Bodensee verbrannt. Und Brevermann setzt sich immer wieder auch sehr stark mit diesen Figuren, die als Rebellen, Heretiker oder Ketzer in einer sehr einseitigen Kirchengeschichtsschreibung etikettiert werden und die in gewisser Weise mit dem Anliegen, für das sie eingetreten sind, damit in gewisser Weise auch exkommuniziert worden, um deutlich zu machen, dass die Anliegen oft eben auch solche waren, die eine tiefere Einsicht, ein tieferes Verständnis auch des Evangeliums und der kirchlichen Lehre hätten sein können. Ich zitiere Drewermann: Die Kirche hat eine unglaubliche Fülle von heilsamen Riten und absolut richtigen Lehren. Und das Bemühen müsste wie bei Huss oder Luther dahin gehen, die gemeinten Glaubensinhalte endlich so zu vermitteln, dass die Menschen damit leben können, statt davon abgeschreckt oder in Aberglauben oder Unglauben getrieben zu werden. Eigentlich wollten all diese Reformatoren genau dies. Im Sinne der Seelsorge die Sache Jesu so zu vermitteln, dass es aufrichtet statt niederdrückt. Er setzt aber dann voraus, dass man Menschen begleitet zu ihrer eigenen Mündigkeit. Ihr eigenes Leben vor Gott besitzt eine eigene Kompetenz, Christus richtig zu verstehen. Eine Kirche, die diese Mündigkeit möchte, würde das Absurdum ihres Glaubensgehorsams von alleine aufgeben. Sie würde unter Folgsamkeit im Sinne Jesu begreifen, dass jemand sich aufrichtet wie eine Blume im Frühling, die heliotrop sich der Sonne zuwendet. Diese Blume ist absolut gehorsam gegenüber den Strahlen der Sonne, aber sie wächst dabei, richtet sich auf, entfaltet ihre Schönheit. Wenn es so gemeint wäre, wäre es als erstes ein Gehorsam des Hörens nach innen. Was fehlt mir? Was brauche ich? Was sagt mir Gott in meinem Herzen? Statt des dauernden Hörens nach oben hin auf die Autoritäten und auf die Machtstrukturen der Kirche. Es wäre eine Umkehrung des gesamten Gehorsamsbegriffs. Und diese Umänderung von außen nach innen gehörte dazu, damit Kirche wirklich heilsam ist. Sonst ist sie Gift, eine Verderbnis zur Zerstörung des Menschlichen, eine kollektive Neurose, wie Sigmund Freud meinte. Wir können es noch einmal festmachen an dem Machtgebrauch. Wenn wir sagen, dass ein recht verstandenes Christentum auch im Erbe der kirchlichen Botschaft Menschen hilft, Menschen zu sein, würde die Kirche sich sofort auch selbst nach außen öffnen zur Menschheit hin. Oft höre ich sagen, dass Leute in der Psychotherapie dauernd sich um sich selber drehten und sich nicht wirklich öffneten, sich nicht wirklich engagierten. Nichts könnte verkehrter sein. Ein Mensch, der beginnt, sich selbst zu verstehen, versteht alle anderen Menschen inklusive mit. Man kann die eigene Biografie nicht begreifen, ohne dass man auch die Rolle und die Person der eigenen Eltern mit beginnt zu verstehen. Die alten Gegensätze lösen sich auf, denn man begreift, die Eltern hatten wieder Eltern und so weiter. Ein Mensch, der beginnt, sich selbst im Vertrauen zu verstehen, öffnet wie von selbst seine Seele und sie wird immer weiter. Wenn so der Glaube wirkt, gibt es für die Kirche eigentlich keine Grenze mehr, die man künstlich aufrichten könnte. Plötzlich entdeckt man, dass ein Hindu wie Mahatma Gandhi die Bergpredigt auf eine wunderbare, überzeugende Weise interpretiert hat. Besser als in der ganzen Kirchengeschichte einer der politischen Entscheidungsträger im christlichen Abendland. Mit einem Mal ist jemand in der Gestalt Gandhis als Politiker bereit zu sagen, Zitat, die Bergpredigt funktioniert in der Politik. Und zwar deshalb, weil er daran glaubt, nicht an die Gewalt, sondern an die Gewaltlosigkeit. Der Hindu Gandhi erläutert plötzlich Christus in einer Weise, wie Kirche es tun müsste, doch nie getan hat. Also gehört doch Gandhi zu dieser unsichtbaren Kirche. Oder der Südafrikaner Nelson Mandela wurde gerühmt als ein Mann, der weise war in der Politik. Mandela konnte sagen,
Jeder getötete Terrorist schafft 10 weitere Terroristen. Das meinte er in Richtung Israels zum Umgang mit den Palästinensern. Aber genauso bezogen auf George W. Bush oder Barack Obama im Drohnenkrieg und im Antiterrorkampf. So löst man keine Konflikte. So steigert man sie nur ins Unendliche. Mandela, ob er sich als Christ verstanden hat, steht dahin. Aber was er gesagt hat, prägt christlichen Geist. Mahatma Gandhi im Übrigen konnte von sich selber sagen, ich bin Muslim, Hindu und Christ, und fügte noch hinzu, und wenn wir die Zeugnisse einer anderen Religion lesen, mit den Augen eines Gläubigen wird uns deutlich, dass Gott für jedes Volk zu jeder Zeit sagt, was er zum Leben braucht. Die Unterschiede zwischen den Religionen, versteht man sie von innen, existieren gar nicht mehr. Zitat Ende. Ja, vielleicht diese Beispiele auch. Das Letzte, das ja gerade auch nochmal deutlich macht, dass auf dieser Ebene der existenziellen religiösen Auseinandersetzung, ja, der Vertrauensbildung gegen die Angst, sozusagen eine tiefe Verbundenheit zwischen den Menschen oder zwischen allen Menschen auch entsteht. Wenn wir vielleicht abschließend noch einen Blick darauf werfen, wie kann man eigentlich im Nachhinein, es ist jetzt 30 Jahre her, verstehen oder was waren Gründe, warum Drewermann zunächst die Predigterlaubnis entzogen bekam und dann vom Priesteramt suspendiert wurde. Dann hat Edward Skillebeks, der bekannte niederländische Dogmatiker, analytisch auf diese Situation kommentiert, Drewermann spricht viel über die Angst und deckt tiefsitzende Gefühle auf, die die Kirche oft vernachlässigt. Die Kirchenhierarchie reagiert so hart, weil sie ihre eigenen Ängste bloßgelegt sieht. Das ist auch eine Einschätzung des Biografen von Drewermann. Es hat ja damals eine sehr lange Auseinandersetzung gegeben, die teilweise zunächst mal geführt wurde über zwei damals sehr renommierte Neutestamentler, Rudolf Pesch und Norbert Lofink, die Vertreter der sogenannten integrierten Gemeinde waren. Die integrierte Gemeinde, das war die Selbstbeschreibung, galt sozusagen als das ultimative Jerusalem. So haben sie sich auch geäußert. Also die Letztform, die Höchstform kirchlicher Gemeindebildung war die integrierte Gemeinde in München. Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger, war befreundet, auch ein Sympathisant dieser integrierten Gemeinde. Und Lofink Pesch hatten, so würde ich das im Nachhinein lesen, den Auftrag bekommen, sozusagen die theologische und tiefenpsychologische Auseinandersetzung Drewermanns zu inkriminieren. Ja. Das Ganze ist in einem ungeheuren Auseinandersetzung, hat sich auch in mehreren Büchern niedergeschlagen von Verteidigung und Gegenrede, bis das dann von Ratzinger, der den Fall offenkundig, wie er auch vor einigen Jahren noch mal deutlich gemacht hat, eigentlich nicht nach Rom holen wollte, um ihm keine weltkirchliche Bedeutung zuzumuten und zuzubilligen, den Erzbischof von Paderborn beauftragt hat, dieses Thema und das Anliegen und Drewermann in gewisser Weise zu provinzialisieren. Und er dann im Auftrag, Degen hat im Auftrag der Glaubenskongregation 5 Anklagen oder Klarstellungen von Drewermann gefordert hat, die sich auf ganz unterschiedliche Positionen bezogen, die Degenhardt nicht mit dem kirchlichen Lehramt für vereinbar hielt. Das eine war, dass er sagt, Drewermann müsse widerrufen, dass nach der historisch-kritischen Forschung Jesus selber nie, oder Drewermann würde zu vertreten, Jesus
habe selber nie Priester gewollt. Jesus habe das Abendmahl in der heutigen Form, wie es die katholische Kirche so nie eingesetzt. Er müsse widerrufen, dass er in der Frage der Abtreibung einen Standpunkt vertrete, der die Abtreibung befürworte. Und er müsse das Dogma der Jungfrauengeburt bekräftigen und nicht leugnen, dass die Jungfrauengeburt ein biologischer Vorgang sei und dass er schließlich die Eucharistie der katholischen Kirche nicht öffne oder nicht vertrete, sie zu öffnen für protestantische Christen und Christinnen. Das waren sozusagen die fünf Vorwürfe ganz unterschiedlicher Art. Lebermann hat darauf sehr ausführlich reagiert, also etwa zum Thema Abtreibung, was vielleicht irgendwie sehr naheliegend ist. Es gibt überhaupt keine Publikation von Drewermann, wo er für die Abtreibung eintritt. Es gibt eine lange Auseinandersetzung mit der Tragik und der Schuld, in die hinein Frauen rutschen, und ein Plädoyer dafür, dass es in tragischen Situationen ein Ausweg sein kann, sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Zu der Frage der biologischen Jungfrauengeburt, die ja heutzutage, glaube ich, von kaum einem ernstzunehmenden Bibelwissenschaftler mehr vertreten wird, hat Drewermann immer gesagt, er leugne nicht die Jungfrauengeburt, sondern die Jungfrauengeburt kann natürlich nicht als ein biologisches Faktum interpretiert und gelesen werden. Wir haben in verschiedenen religiösen Traditionen, etwa auch im Buddhismus, der Buddha wird auch von einer Jungfrau geboren, sozusagen dieses Bild, dieses Symbol der Jungfräulichkeit, um zu signalisieren, hier entsteht etwas unableitbar Neues. Ja? Hier beginnt in gewisser Weise ein etwas fundamental anderes. Ja? Und die Jungfrauengeburt, das ist ja auch eines der zentralen Zugänge zu den Geschichten und Legenden und Bildern der Bibel, muss wesentlich eben symbolisch gelesen werden und nicht biologisch naturalistisch. Ja? Es gibt da einen tragischen Dialog, auch der dokumentiert ist zwischen Degenhardt und Drewermann, wo dann der Bischof sagt, also wenn er als Bischof behauptet, dass die Jungfrauengeburt biologisch zu interpretieren ist und dass das als Geheimnis Gottes gilt, was unser Begreifen übersteigt, dann ist das so und dann habe er das auch sozusagen so zu vertreten. Also es ist eine, wenn man so will, sehr, ich würde mal sagen, auch im Nachhinein nach 30 Jahren sehr unbefriedigende Situation. Die Interpretationen dieses Entzugs der Lehrerlaubnis und der Suspension vom Priesteramt gehen natürlich eindeutig dahin, dass ein Theologe, der damals schon eine ungeheure Wirkung, Faszination, Identifikation, ein großes Publikum hatte, nicht nur, wie Skillebecks gesagt hat, die Ängste innerhalb der Kirchenhierarchie freigesetzt hat, sondern der in gewisser Weise auch bedrohlich war in der Art und Weise, wie er Menschen vermittelt hat zu ihrer Freiheit, zu ihrem eigenen Selbst, zu ihren eigenen Gefühlen, Gedanken und zu stehen auf der Basis eines tiefen religiösen Vertrauens in als Person sozusagen unbedingt geliebt und akzeptiert und angenommen zu sein. Und diese Freiheit, die Drewermann, denke ich, bis heute sowohl in Büchern als auch in den Vorträgen vermittelt, ist natürlich für die verfasste Kirche und Hierarchie bedrohlich und wird mit bedrohlich sozusagen im eigenen Machtselbstverständnis. Und da gibt es dann eben eine jahrhundertlange Tradition, da sind wir bei den Heretikern und Ketzern. Dann wird sozusagen die Vernichtung des Ketzers betrieben, um die eigene Angst zu bekämpfen. Ja, das wäre, denke ich, eine sehr schlüssige Interpretation. Nachdem man den Drewermann heutzutage nicht mehr verbrennen kann, musste man ihm halt sozusagen den kirchlichen Boden entziehen für sein Arbeiten. Was in gewisser Weise misslungen ist, würde ich sagen, weil er
sozusagen gesellschaftlichen und globalen Boden dadurch betreten hat und eine viel größere Wirkung erzielt, als es, wenn er in kirchlichen Bildungshäusern aufgetreten wäre. Ja, vielleicht soweit einmal. Ich denke, Sie sind selber auch in Gedanken- und Gefühlsbewegungen und es ist, glaube ich, jetzt die Zeit, auch das aufzunehmen, was Sie innerlich beschäftigt, bewegt, welche Fragen Sie haben oder wo Sie auch anschließen mögen. Also ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals für Ihr geduldiges Zuhören. Ja, Andreas Heller, vielen Dank für diese präzise und auch persönlich gefärbte Einführung in die Denkwelt Eugen Drewermanns. Das sind zwei große Themen, die ich herausgehört habe. Das große Thema Angst, die bedrängende Angst, eigentlich nichts wert zu sein, keine Existenzberechtigung zu haben. Und diese Angst wird von Jesus her geheilt. Die bedingungslose Annahme durch Gott ermöglicht Selbstliebe, Selbstwert. Das ist ein zutiefst spirituelles Anliegen, das er weiterhin vertritt, wie ich sehe. Eine existenzielle Vertiefung des Glaubens, die auch hineinwirkt und eine neue Präsenz in die Gesellschaft hinein ermöglichen würde. Ja, die Umstände des Lehrentzugs und so weiter hast du kurz angedeutet. Das klingt tatsächlich nicht wirklich befriedigend. Es ist ein Prophet, wie es der Bischof von Hildesheim, eigentlich jetzt der Kirche verloren gegangen und er wirkt außerhalb weiter. Ja, jetzt darf ich einladen zu Fragen, zu Statements, wie gewohnt, am besten in den Chat. Hier gibt es eine Literaturempfehlung, die Sie bitte zur Kenntnis nehmen mögen. Und die Frage, ob wir die zitierten Texte für die Cloud haben könnten. Andreas, wäre das möglich, dass du die langen Zitate uns zusammenstellst oder kopierst? Dass wir das den Teil